Das ist komisch. Wieso nimmt er die hier nicht raus und tut die da rein? Der müsste eigentlich. Nach der Position hier. Warum geht es nicht? Was ist hier falsch? Ich meine rot, er wartet auf Eingabe. Das liegt daran, weil er hier nichts macht. Kann ja alles gar nicht wahr sein hier. Mochte die mal einfach so da rein. Und die hier rein. Das hier müssen wir ändern. Wir machen das auch anders. Machen den jetzt hier hin. Gibt's nach oben aus. Und du hier hin. In eine kleine Kiste rein, das ist richtig. Und du gibst hier hin aus. Du bist einfach von hier neben nach da geben. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Die hier rausnehme. Macht er. Okay, sehr gut. Sehr gut, jetzt funktioniert das so, wie das soll. Das heißt, hier wurde jetzt durchgearbeitet. Das heißt, das Nafta hier sollte jetzt langsam eigentlich weniger werden. Der braucht wie viel Nafta? 100, glaube ich, alle 4 Sekunden. Das heißt, wenn die beiden arbeiten würden, könnten die den versorgen, dass er durcharbeitet. Aber das klappt natürlich nicht, weil ich nicht genug Öl habe. Mehrphasiges Öl. Wäre vielleicht eine Idee hier, dieses Öl dann mal anzuschließen. Dieses da. Oder diese hier. Sind immerhin 600%. Wie viel haben wir hier? 300% bloß. Es wäre interessant, die mit der Schifffahrt mal anzufangen. Da hätte ich Bock zu. Ich meine, das funktioniert ja jetzt hier. So weit, so gut. Wir haben halt immer noch viel zu wenig Plastik, deswegen brauche ich jetzt hier auch noch nichts auszubauen. Es fehlt halt einfach an Plastik, weil ich nicht genug Ölverarbeitung habe. Diese funktioniert aber immerhin schon mal. Das ist schon mal was. Könnte mir jetzt natürlich Gedanken machen, ob ich Rohöl 2 jetzt noch machen möchte. Also forschen. Um das Ganze zu verbessern. Die haben echt Schwierigkeiten hier, ne? Wenn er immerhin kommt wieder was an. Aber halt nicht viel. Entsprechend wenig kommt hier raus. Und entsprechend wenig wird hier geforscht, weil ich doof bin. Ja, man müsste ja überhaupt erst mal hier longsided Greifarm mal machen. So, jetzt kann da überhaupt erst mal geforscht werden. So, und ihr hier kriegt ein neues. Ihr dürft auch die blauen jetzt hier hin und her schubsen. So, dürft auch die blauen runterschubsen. Sehr schön. Dann, jetzt geht die Forschung hier mal los. Ja, Außenzeuge. Ich meine, es wird immer noch zu wenig hergestellt. Aber okay. Ich meine, aus 3 Schaltungen werden 2 Wissenschaftspakete. Das geht. Naja, ein bisschen kommt. Es reicht halt nicht, ne? Ich meine, die hier tun ihr Bestes, aber das reicht nicht. Ich meine, die arbeiten immerhin durch, wie es aussieht. Die 4, aber mehr kann ich echt nicht versorgen. Weil es an mehrphasigen Ölschalter scheitert. Also gucken wir uns mal die Schifffahrt an. Wie die funktioniert. Hier, Schiff. Schiff ist cool. Was haben wir hier? Ein Frachtschiff und ein Tankschiff. Ein großes Tankschiff, das riesige Flüssigkeitsmengen transportieren kann. Zum Betreten oder Verlassen des Schiffs drücke Shift Enter. Maximale Gesundheit.
600, Fassungsvermögen 625.000, benötigtes Material geht. Einfach ein paar Motoreinheiten und ein paar Zahnräder einsacken. Dann haben wir ein cooles Tankschiff. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, bauen wir mal eins. Ja, Schiff. Ein Tankschiff. Braucht dann wahrscheinlich noch irgendwie einen Hafen oder so. Ich würde das jetzt hier unten machen, ne? Ich meine, hier hinten haben wir dann noch mehr Öle. Also hier haben wir ein gutes bisschen Öl, was wir uns holen können. Hier dann später auch. Hier haben wir auch nochmal Öl. Hier ist Öl. Das ist auch ein hübsches Öl hier. Aber ich will jetzt erstmal die im Meer versuchen. Weil das ist neu. Das ist komplett neu. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe ein Schiff gebaut. Wie setze ich das? Tankschiff muss auf Gleisen gebaut werden. Okay. Schiff. Sagen wir hier? Schiff-Ladepumpe. Wieso Gleise? Also ich bin nicht... Hier, guck mal, Gleise. Das nützt doch nichts, oder? Wenn ich da jetzt das Schiff drauf kriege, dann... Hallo? Ship needs to be placed on straight waterways. Okay. Ah, ich hab's noch, okay. Waterways. Warte mal, da war was. Gerade Wasserstraße. Unendlich. Also man sieht sie schon mal nicht besonders gut. Mach die weg. Wie baut man die am besten? Also ich hätte jetzt gerne, dass das hier dann B und entladen wird. Hier so. Sag ich mal. Passt da ein Schiff hin? Da passt ein Schiff hin. Das ist ja schon mal was. Ja, Schiff. Toll. Und nu? Jetzt ist noch weiter mitten. Das ist auch gut hier. Benötigt mehr Gleise. Mhm. Machen wir gleich. Und das braucht auch irgendein... Kann den... Ah, hier kann ich ihn anklicken. Bisschen Treibstoff. Habe ich nix. Dann nehmen wir auch gleich den Festbrennstoff. Ich hoffe, ich kann jetzt hier gleich eine Kurve bauen. Das ist den... Das wird interessant, weil da muss ich ja auf dem Schiff sein, wenn ich die Wege baue. Irgendwie. Das, ja, interessant. Tiefseepumpe. Ölpumpe. Wie könnte denn das Ding heißen? Was man jetzt vielleicht braucht. Schiff. Schifffahrtssignale. Schifffahrt, Cargoship, Tankship. Das hier brauche ich. Tiefseeölförderung. Das ist teuer. Das brauche ich aber als nächstes dann. Eine Bohrinsel. Brauche eine Rohölförderpumpe, eine Dampfmaschine, einen befeuerten Dampfkessel, ein Eisenrohr und Stahl und grundlegende Schaltung. Ich meine, wir haben alles. Riesige schwimmende Förderplattform für Tiefseeöl. Beinhaltet eine eigene unabhängige Stromproduktion und Elektrizitätsnetzwerk, welches die Bohrinsel und verbundene Schiffsladepumpen mit Strom versorgt. Aha. Achso, und der nutzt wahrscheinlich einfach dafür, was er hat, ne? Hier wird geforscht noch. Was sind das hier für eine... Was sind das für eine Technik? Wieso gebt ihr euch das hin und her?
Und wieso macht ihr das aber bei denen nicht? Ach so, weil sie einfach nie genug haben, deswegen. Ja, jetzt fängt es da hinten nämlich dann auch gleich damit an. Sehr lustig. Das forscht sogar. Obwohl kein Ding drin ist, forscht das. Was ist denn das für ein Cheat? Okay, das möchte ich nicht, sorry. Dann muss ich hier doch überall Filter hinmachen. Weil das ist ja für den Hintern. So. Hier, ihr filtert. Und zwar filtert ihr rot und gelb macht ihr. Los. So. Ihr nur rot und gelb. Und die machen nur blau und grau. Dann werden die jetzt hier ordentlich versorgt. Wie gesagt, scheitert jetzt halt daran, dass wir nie genug Öl haben. Alter, hier kommt gar nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Es fehlt an was anderem. Es fehlt an Kupfer. Weil hier was kaputt war, okay. Ach, das ist ja ganz toll. Gut, aber jetzt geht's weiter. So, ich baue den Seeweg schon mal, auch wenn ich die Ladestation noch nicht kann. Die Pumpen können wir ja auch schon. Ich habe ja irgendwo auch Waterfill. Das heißt, ich kann mir hier ein bisschen mehr Platz schaffen oder eine günstige Position für die Schifffahrt. Kann ich mir eigentlich auch einen Kanal hier hinlegen, quasi? Und dann sagen, das Schiff fällt da an. Shift Enter zum Einsteigen. Nice. Ach, ich hab vergessen, dass ich Treibstoffe eigentlich haben wollte. Jetzt bin ich hier immer umsonst hin und her gelaufen. Ja, das ist cool. Cool. Haben wir das blaue Paket geschafft? Es hat deutlich länger gebraucht, als ich dachte. Ist halt, da Bobsmoss und Angel's Ores, ne? Da machst du nix. Da brauchst du einfach mal Stunden. Für so ein provisorisches Setup, ne? Das ist, zeige ich euch auch so, wie es ist. Das ist bloß provisorisch, einfach damit ich es eh mal gemacht habe. Damit ich es dann, wenn ich es groß bauen will, schon weiß, wie es geht. Und mir dann auch einen Plan machen kann um Verhältnisse und so ein Zeug. Ohne, dass ich ständig hier in dem Menü rumhänge und nachgucken muss, wie geht's eigentlich. Was wollte ich? Genau, Festbrennstoff. Festbrennstoff war die Sache. Oh, ja. Das war nicht die Sache. Den kann ich mal hier reinstopfen, die Sache. Die hier. Kupferkabel. Hier, dieses Zinkkabel brauchen wir ohne. Kohlenstoff fehlt. Was ist denn das hier? Wieso ist denn hier der weg? Ich meine, der braucht auch noch, klar, sein hier. Und jetzt braucht der Kohlenstoff hier. Keine Ahnung, wie das jetzt hier passieren konnte. Okay, er gibt Vollgas. Kohlenstoff kommt wieder an. Der macht hier auch wieder was. Nicht so viel, weil es immer noch voll, der Laden. Genau, dann macht er jetzt nämlich alles dahin. Der kann nicht schnell genug ausladen hier, komm. Gib ihr alles. Ich meine, der ist schnell genug. Das funktioniert, okay. Gut. Jetzt geht die ganze Angelegenheit wieder. Und wir haben jede Menge Festbrennstoff. Den stopfen wir jetzt gleich mal in das Schiff rein. Wir machen uns nochmal ein paar Wasserwege. Gerade Wasserstraße, Hafen, okay. Wieso kann ich bloß einen Hafen bauen? Ich brauche ja wahrscheinlich zwei, oder? Logistikhafen. LTN mit... Das ist ja nice. Das ist ja echt nice. Kannst du dann auch automatisch umladen in
Züge rein und mit den Zügen dann das Zeug durch die Gegend. Das ist ja, boah, da kannst du ja cooles Zeug bauen. Das wird gut. Ja, der kann ein bisschen was mitnehmen. Das ist cool. Alter, ist das Ding lahm. Und am Ende sind wir. Kann ich jetzt hier was bauen? Ich habe ein bisschen Wasserstraße mit. Gib ihm! Jetzt, ja, ja! Gib ihm! Wo wollen wir denn hin? Aschbar bloß da unten hin, ne? Oh, gerade ein bisschen Schwung gekriegt. Schon vorbei. Noch ein Stück. Das ist super, dass das jetzt hier... Ja, hallo, will Gas geben. Super, dass das jetzt hier gerade finster wird. Ja, keine Ahnung, wie groß die Bohrinsel ist, muss ich mal zugeben. Das wird alles noch interessant werden. Müsste mehr Zoom haben. Und was sehen. Das wäre super, wenn man was sehen könnte. Hier, mach mal hier runter. Das wird vielleicht gehen. Meine, cool ist das ja schon ohne Ende, ne? So ein Schiff hier. Problem ist, man sieht nichts. Gib Gas! Tucker, tucker, tucker. Nein, nicht genug Gleis. Bau neues. Los, schnell. Ah, dammit. Wo ist es? Hier. Da ist dann meine Station oder wo ich mal hin muss. Also mein Öl quasi. Würde man jetzt hier so sagen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 das ist doof. Ich will hier nicht um die Ecke. Und ich sehe nichts. Mach doch mal hier den Unsinn weg. So. Jetzt sieht man hier die Wasserstraße nicht. Ist auch keine wahrscheinlich, deswegen. Ich habe sie, glaube ich, schon weggemacht. In Ordnung. Ach, die kann ich hier... von hier aus nutzen. Ja, das ist auch gut. Nicht genug Wasserstraße. Ich glaube, ich mache den Bahnhof hier hin, weil das wird vielleicht einfacher, also den Hafen. Achso, ich kann jetzt hier gerade nichts wegmachen. Dazu muss ich dann wieder hin. So, sehr schön. Gut, fahren wir mal weiter. Hey, hier. 660%. Sauber. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Tankschiff. Burp, burp. Das kann auch überfahren. Na, super. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt aussteige, dann ist es ein bisschen vorbei. Ja, das ist schon nice. Ich hoffe, die Forschung geht jetzt relativ schnell. Geht sie aber nicht, weil die Bohrinsel 200. 200 braucht die. Von den Paketen. Und die Pakete gehen echt langsam wegen Ölmangel. Aber naja, gut. Das ist halt jetzt erstmal so. Ich will jetzt hier... Ja, hier, halt mal an. Alter. Ich hab gesagt, anhalten. Beschleunigung wie so ein Hugo. Hier ist nämlich... Halt an. Halt doch an, Schiff. Dankeschön. Gut. Aussteigen. Hier hätte ich jetzt gerne einen Hafen gehabt. Einen habe ich, glaube ich. Da ist Hafen. Super. Und dann brauchen wir die Schiff-Belade-Entladepumpe. Klar, ja. Bin mir nicht sicher, was hier dieses... Achso, das ist miteinander verbunden. Okay. Okay, Schiff-Belade-Entladepumpe.
Wo sind seid ihr? Hier. Schiffsbomber. Sagen wir mal, 2 Stück hätten wir gerne. Die sollen rauspumpen. Ja, und dann? Sind wir denn nah genug am Wasser dran? Am Land. Okay, fahr du nochmal weg hier. Wir müssen gerade mal hier die Linie nochmal neu legen. Huch, ich kann ja abreißen jetzt. Nicht erreichbar. That's a problem. Jetzt nicht bewegen. Sonst sind wir tot. Ah, Glück gehabt. Kann ich aussteigen? Ja, Glück gehabt. Okay. Ah, ich kann noch mit rein. Okay. Dachte jetzt bin ich zu weit weg. Alter, wie viel Kraftstoff hat denn der verbraucht? Alter! Ha, ha, ha. Ha. Was ist denn das jetzt? Houston! Houston! We have a problem. Ich weiß nicht, wo mein Schiff ist. Schiff kaputt. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hier, bitte mein Schiff reparieren. Ja. Gut. Bitte neu beladen mit Treibstoff, danke. Ach, den Treibstoff kriege ich nicht wieder. Das ist das Problem. Er braucht auch eine ganze Menge, aber das Hauptproblem ist, du kriegst den Treibstoff nicht wieder. Das ist doch schon wieder falsch. Was ist denn das? Ach komm. Schiffsmotor, Felix Extra. Der ist nämlich noch da. Ja, Landfill. Kann ich Landfill machen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mir mal ganz kurz ein bisschen Landfill besorgen. Hier ist irgendwas faul. Ich weiß nicht, warum der Schiffsmotor da immer noch ist. Scheinbar kann man das Schiff nicht so einfach abreißen und wieder neu hinsetzen. Da gibt's noch einen Bug. Da. Ja, komisch, komisch. Vielleicht muss ich auch gleich mal laden und neu speichern. Speichern und neu laden. Was wollte ich jetzt? Ach, Landfill. Einfach mal hier so ein paar Steine einstecken. Dann können wir Landfill machen. Genau, mache alle 20 Stück. Das wird uns auch reichen. Ich brauche nämlich bloß ein winzig kleines Stück Landfill, dass ich an die Dinger rankomme. Das kann auch winzig klein sein hier. Der Brush. Muss jetzt gleich mal gucken, wo der Schiffsmotor ist. Hier ist einer. An den muss ich ran. Dies kann nicht abgebaut werden. Ups. Irgendwas habe ich weggemacht. Hier ist noch irgendwas. Jetzt ist weg. Da ist halt noch ein Schiffsmotor. Frage ist, wie kriegt man den da jetzt weg? Muss ich alles rausnehmen? Damit er weggeht? Kann nicht abgebaut werden. Wer ist da jetzt? Warum ist er da jetzt? Ich möchte eigentlich auch gar nicht speichern. Warte mal, kann man nochmal laden, bevor ich hier mit dem
Schiff rumgeschippert bin. Autosave 3, da ist es leider schon passiert gewesen. Wir können ja mal hier die 20 laden. Dann sind wir hier oben, gucken uns das an und freuen uns, dass das hier wieder funktioniert. Das ist schon mal schön. In Ordnung. Habe ich jetzt hier mein Tankschiff schon gebaut und ja, das ist auch schon da unten. Ordnung. Also wir müssen auf jeden Fall vorsichtig mit dem Tankschiff sein. Das funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Achso, ich gucke auch mal gerade auf die Uhr. Es ist eigentlich auch Zeit. Von daher würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo nice. Mit der Glocke kriegt ihr auch immer eine Mitteilung, wenn hier die nächste Folge an den Start geht. Und Anmerkungen und Kommentare sind immer gerne gehört. Auch wenn es irgendwas zu meckern gibt. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.